Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Leute, heute reden wir mal über Ripple XRP, über das Geldsystem, wo die Reise hingeht und was die Zukunft zeigt. Deswegen würde ich mal einfach sagen, rein in die Olga. So Leute, ich habe jetzt ein interessantes Thema für euch vorbereitet. Und das ist einfach die Geldgeschichte, um halt auch erstmal zu verstehen, wie die Zukunft aussehen kann und warum Ripple halt auch sehr, sehr behilflich sein kann. Und dafür müssen wir das jetzt einfach erstmal ein bisschen historisch betrachten. Also, wir haben ja ein Geldsystem, was überhaupt noch nicht alt ist. Es ist gerade mal 77 Jahre alt. Es wurde in Bretton Woods 1944 ins Leben gerufen und ist um den US-Dollar herum aufgebaut worden. Es hat dann für mehrere Jahrzehnte gehalten und ist irgendwann abgeschafft worden und um 1971 ist der Dollar vom Gold gelöst worden. Und 1973 sind die festen Wechselkurse aufgegeben worden. Danach haben wir die Phase der Finanzialisierung und der Deregulierung erlebt. Also in dieser Zeit sind dann zuerst die großen Investmentbanken, dann anschließend die fetten Hedgefonds und dann die großen Vermögensverwalter mit übertrieben krassen Geldern überschwemmt worden. Und heute sind es die großen Vermögensverwalter, diejenigen, die den Ton in der Welt einfach angeben. Ne? Und da gehen wir im nächsten Video nochmal genau drauf ein. Das sind halt Vanguard und BlackRock. Sie sind wirklich überall vertreten. Ob Meta, Alphabet, also Google, JP Morgan, Moderna, Pfizer und so weiter, sind wirklich Vanguard und BlackRock die größten Shareholder. Das ist so unglaublich. Deswegen abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Da muss man wissen, dass 1998 das erste Mal dieses System ganz schwer auf der Kippe gestanden hat. Und nach dem Zusammenbruch eines Hedgefonds in den USA namens Long Term Capital Management. Dann hatten wir 2007, 2008 eine riesen Weltfinanzkrise und das System war quasi einfach schon komplett kaputt und wurde dann einfach künstlich am Leben erhalten. Und wer war das natürlich? Das waren natürlich die Zentralbanken. Die haben halt einfach immer mehr Geld in das System reingepumpt und dieses Geld zu immer niedrigen Zinsen vergeben. Dann natürlich, wie alles kommen musste, ist die ganze Situation noch einmal verschärft worden und durch die Euro-Krise ab 2011 mussten dann nicht nur die Banken gerettet werden, die völlig am Ende waren, sondern auch ganze Staaten. Dann haben die versucht, dieses System wieder auf den alten Weg zu bringen. Und halt ungefähr zwischen 2015 und 2018 hat die Federal Reserve, das ist die krasseste Zentralbank der Welt, sie hat einfach die Zinsen langsam wieder angehoben. Und ganz, also erst ganz ein bisschen vorsichtig. Und dann haben sie um 2018 herum viermal um 0,25% erhöht. Wie es natürlich nicht anders kommen sollte, war das Ergebnis natürlich ein Riesencrash der Aktienmärkte zu Weihnachten 2018. Dann hatten wir 2019 den Zusammenbruch des Repo-Marktes. Um das jetzt auch wieder genau zu verstehen, muss man wissen, dass der Repo-Markt von einigen amerikanischen Großbanken, insbesondere von JP Morgan und die Citibank, kontrolliert wird. Genau die haben diesen Markt halt sowas von dumpen lassen, und zwar um sich auf so einer unglaublichen Weise selbst zu bereichern und sich die Kohle einfach selber in die Tasche zu stecken. Und da hat die Federal Reserve halt einfach eingegriffen, in ungefähr einem Vierteljahr ungefähr 8 Billionen US-Dollar zukommen lassen. Überleg mal, das sind 8 Billionen US-Dollar, wie krank das ist. Ne, einfach aus dem Nichts. Ne, dann nochmal einen kleinen Fact dann dazu. Die Federal Reserve hat also letztes Jahr einfach 222.000 US-Dollar pro Sekunde gedruckt. Ja, überleg mal, das ist absolut krank. Wie lange soll das einfach noch gut gehen? Ja, überleg mal, das ist eine Blase, die sowas von sich gerade aufbläst und jetzt durch diesen Krieg auch nochmal die Möglichkeit haben, noch mehr Geld zu drücken, um das halt alles zu finanzieren. Ja, überleg mal, irgendwann wird die Blase einfach platzen, das ist so. Und da sie wissen, dass es im Hintergrund schon einfach an einem neuen System gearbeitet wird, pressen sie das jetzt gerade noch wie eine Zitrone einfach komplett aus. Ja, und das neue System heißt einfach CBDCs. Und das sind die digitalen Zentralbankwährungen, also der digitale Euro oder digitale Dollar. Und das ermöglicht halt einfach auch den Staaten halt komplett die Kontrolle auch über Finanzen, über kein Schwarzgeld. Also das kann alles kontrolliert werden. Ne? Es ist, ob das natürlich halt schlau oder gut für uns ist im Endeffekt, mag ich zu bezweifeln, außer wenn man halt natürlich XRP hält. Dann ist es natürlich, kann da natürlich der Jackpot gehen. Weil wenn wir jetzt weiter gucken und auf Ripple gehen, sind sie schon ziemlich lange in der Branche tätig und arbeiten genau darauf hin, halt diese digitalen Zentralbankwährungen auf ihren XRP-Ledger bereitzustellen. Ne? Und das ist halt einfach der absolute Wahnsinn. Da habe ich jetzt noch ein Foto, wo die Christine Lagarde mit dem Brett Garlinghouse, den CEO von Ripple,
zusammen zu sehen ist. Und es gibt mehrere Bilder, mehrere Videos, wo man einfach sieht, dass die oft zusammen, zusammen abgelichtet sind. Die chillen einfach zusammen, ne? Ja. Die chillen einfach zusammen. Genau, das ist, also das muss man ein bisschen, diese, dieses Puzzleteil ein bisschen zusammensetzen. Ne? Das ist absolut krass. Also die Chefin der Zentralbank hört sich immer wieder Vorträge von Brett an und ist sozusagen ein Fan von Brett. Das ist schon heftig, finde ich. Richtiges Fangirl auf jeden Fall. Das muss man das schon mal sagen, ne? Und dann habe ich jetzt nochmal ein Foto. Das ist jetzt, hier beschreibt nochmal jetzt ganz einfach, wie BlackRock und Vanguard, wie die Verknüpfung mit den anderen Banken sind, ne? Und wie dann Ripple natürlich auch überall wieder drin hängt. Und wie gesagt, wie ich gesagt habe, wie man dieses Puzzleteil einfach nur noch zusammenlegen muss. Und ja, meiner Meinung nach, das einfach die Zukunft ist, ne? Das muss man sich natürlich jetzt das eigene Bild machen. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir bedanken uns alle heftig bei den Louis und lassen deswegen auf jeden Fall ein Like da. Abonnieren diesen Channel, weil es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung und wir werden sowieso immer wieder und über Whipple reden und die News, wenn es neue News gibt, auch wegen der Klage etc., werden wir die natürlich jetzt wieder raushauen. Deswegen, Leute, will ich einfach mal sagen, abonnieren nicht vergessen, gefällt mir drücken und kommentieren. Werde auch du ein Teil unserer Telegram XRP Deutschland Gruppe. Link findet ihr unter dieses Video und XRP Deutschland auf Instagram natürlich auch vertreten. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Haut rein.